Yeah, dumm, bum, bum. So, herzlich willkommen hier zurück bei Rollercoaster Tycoon 3. Na, ich weiß gar nicht, ob wir in den letzten Park schon reingeschaut haben. In jedem Fall haben wir ja letztes Mal das mit der Go-Kart-Bahn gehabt. Und heute fangen wir mit diesem Park hier an. Mit dem hier. Und ja, wir starten den jetzt. Mal gucken, was da so Geiles gibt. Sieht schon mal auf den Bildern ziemlich nice aus. Gucken wir mal. Ressourcenladen. Wie immer. Ach ja. Ich finde schon krass früher, als ich noch meinen alten Rechner hatte. Na gut, mein alter Rechner, da waren Teile drin, die schon über 10 Jahre alt waren. Also damals zu der Zeit, wo ich ihn hatte. Oder 10 bis 20 Jahre. Hat mein Vater manchmal selbst zusammengebastelt gehabt. Und er hatte... Weiß nicht, da hatte ich es, glaube ich, 5 Minuten gedauert, bis der das alles geladen hatte. Und jetzt geht das so schnell alles. Ja. Ist schon krass. Nee, diesen Park habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich noch nicht reingeschaut letztes Mal. Also, Parkbewertung. 300. Kommt am 7. März. Mülltoleranz niedrig. Okay. Störungstoleranz. Aufrechterhalten für mindestens 2 Monate. Bedingungen können jederzeit erfüllt werden. Okay. Möchte mit einer Achterbahn fahren. Erregungsbewertung von mindestens 7,0. Der Park sieht ein bisschen verkotzt aus, habe ich das Gefühl. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier ein paar Sachen einstellen. Wieso habe ich denn gerade so wenig Frames? Wartet mal, ich tue gerade nochmal neu starten. So, jetzt geht's. So, natürlich, wir brauchen ganz, ganz viele Leute, die hier kehren. Also wie es hier aussieht, das ist ja unter aller Kanone. So. So. Oh, ganz geil eigentlich hier. Das kann man sich, das kann man so bauen. Und wenn dann hier eine Bahn dran vorbeifährt, dann, ja, passiert das eben. Ja, so spezielle Sachen wie hier zum Beispiel. Das kann ich euch ja gleich mal zeigen, aber erstmal muss ich hier dafür sorgen, dass der Park sauber wird. Ist ja hier unglaublich. So, natürlich brauchen wir auch einen Mechaniker. Alter, ey, wer hat denn hier überall hingekotzt, ey? Kann ja nicht wahr sein. Naja, ich bin Pirat. So, jetzt schieße ich mal ein bisschen hier. So. Ah, bam. Okay. Ja. Gucken wir mal, wann die Bahn hier losgeht. Alter, hier ist auch alles zugekotzt und zugemüllt, ey. Boah, unglaublich, ey. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. So, jetzt fahren wir hier mal mit. Wie sieht die denn aus? Die guckt ja sehr begeistert. So. So, wenn wir jetzt hier lang fahren. Buff. Das sind also Special-Effekte für Bahn. Sieht man gar nicht so gut von hier aus. Auf jeden Fall haben wir nur einen Schienenzug. Und natürlich... Alter, ey, wer hat... Sag mal... Wer hat denn den ganzen Park
Dach hier so zugekotzt. Kannst du ja nicht angehen hier. So, gucken wir nochmal nach den Szenarios. Mülltoleranz niedrig. Das, was auf dem Boden liegt, Alter. Ja, sicher, ey. Okay, also der möchte keinen Müll sehen, ja. Das ist schön. Boah, alter Vater, ey. Achso, das gibt zwei Stationen. Achso. Was ist das hier noch? Ach, auch wieder nur so ein Gimmick. So. Wir brauchen unbedingt neue Attraktionen. Vor allen Dingen ganz viele Leute, die hier kehren und fegen. Also das kannst du echt nicht angehen. Ach hier, der Dinosaurier. Mhm, ja. So, hier geht jetzt das Ölding kaputt. Buff. So. Da geht jetzt hier auch ein LKW kaputt. Naja. So. Wir brauchen auf jeden Fall mal neue Attraktionen hier. Boah, Alter, ey. Wie viel Müll hier rumliegt. Wie viele Kräfte habe ich denn? Oh Gott. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal darum kümmern, dass wir hier eine neue Attraktion bekommen, damit wir überhaupt diese ganzen Reinigungskräfte hier leisten können. Alter, hier ist alles so zugebaut mit irgendeiner Scheiße hier. Kannst du ja nicht angehen hier. Wie soll man denn hier irgendwo was hin? Achso, hier. Hier ist auch noch ganz viel Platz. Egal, ich will erst nochmal gucken, was hier alles für Gimmicks gibt. Ich glaube, es gibt, sind sogar alle, die es gibt. Ich kann hier mal gerade gucken. Ja, Desasterfelsbrocken. Hai-Angriff, T-Rex-Angriff, Vulkanausbruch. Vulkanausbruch ist nicht dabei. Und Desasterfelsbrocken auch nicht. Jetzt gucken wir mal. Also man kann hier nämlich sowas festlegen, ab wann das anfangen soll. So jetzt. Bam. Da ist der Hai. Auch sehr interessant. Ich finde das Spiel, das ist wirklich geil gemacht, ohne Scheiß. Was ist das hier? Gott. Was haben die denn hier alles gebaut, ey? Nur für so eine komische Bahn hier. Doch, hier ist auch Desasterfelsbrocken. Und Vulkanausbruch. Fehlt wirklich nur der Vulkan. Ja, der Vulkan ist riesig. Der ist hier nicht dabei. Ja, es sind halt einfach hier so Steine, die hier runterfallen. Dann können wir ja jetzt mal gucken. Da kommt ja der Zug. So, jetzt müssen wir hier eigentlich gleich sehen. Da ist schon der Bärsch drin verbuggt. So, jetzt kommen hier die Steine. So, und jetzt... Ja, fällt halt hier alles hier hin und geht dann wieder hier drunter.
So. Jetzt aber erstmal genug hier wieder. Kann man das hier nicht irgendwie löschen, hier diese ganzen komischen Gebäude hier? Oh Gott. Oh Gott. Ich will doch hier keine komischen Gebäude stehen haben. Ich möchte hier doch nur einen Park hinbauen, ey. Kann man das nicht irgendwie, warte mal. Doch, kann man. Fuck, jetzt habe ich es falsch gemacht. So, jetzt. Mir gefällt dieser Park hier jetzt bis jetzt nicht so gut. Was ist denn das hier eigentlich? Das sind ganz schön Bodentexturen, oder? Ja. Hier einfach ganz normales Gras hier haben. So, ne? Gut. So. Gut, hier können wir jetzt mal was Schönes hinbauen. Zum Beispiel hier so einen Bewegungssimulator, den wir hier gerade gesehen haben. Den stelle ich einfach mal hier hin. Wir müssen ja hier platzsparend umgehen bei diesem komischen Park hier. So. So. Und ja. Ey, Alter, ich hier so. Also 2 Euro, in Wirklichkeit kostet auch mindestens 2 Euro. Das ist ziemlich teuer, dieses Bewegungssimulatoren-Zeug-Gedönse. So, dann haben wir da jetzt schon etwas, eine kleine neue Attraktion. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch Rotor. Schwingendes Überkopfschiff. Das hört sich auch ziemlich interessant an. Da gehen, denke ich, auch mal sehr viele gerne hin. Ja, dann machen wir das so. So, wupp, wupp. Durch hier so und so. Gut, das kostet 2 Euro, dann machen wir das auf 2,50. Okay. Halfpipe-Bahn haben wir jetzt. Ich meine, was soll das hier? Das ist unnötig hier alles. Das ist alles einfach nur Platzverschwendung hier. Die tun wir mal abreißen hier. Warte mal. So. Von hier bis hier. Hier und hier. So. Sehr geil. Alles auf einmal weggemacht. So. Das hier kommt natürlich auch weg und hier kommt ganz normal Bodentextur jetzt wieder hin. Freie Untergrundoberfläche. Okay. Das Gras hier war es, glaube ich, ne? Sehr schön. So, ich liebe dieses Spiel. Also die Möglichkeiten, die man hier hat, das ist einfach. Das hier ist auch wieder so unnötig. Ich meine, was denken die sich eigentlich? Ich will hier einen Erlebnispark hinbauen und nicht irgendwie unnütze Gebäudepark. Also sowas, ey.
Geht das nix. So. Sehr schön. Ja, das hier läuft alles super. Ja, das geht ganz gut ab. Wir machen hier natürlich noch viel mehr. Also, wir haben hier so viel Platz und dann stehen hier so komische Hallen rum. Ich meine, wer braucht denn so komische Hallen? So, wann will der Bob kommen? Und was will der haben? Am 7. Mai. Mülltoleranz niedrig. Ich denke, wir werden hier keinen Müll mehr haben. Das haben alles unsere Dings, ja. Was ist denn das hier? Boah, das ist ja richtig geil platziert. Weißt du, hier kommt auch jeder hin. Alter, wer hat denn diesen Park hier gebaut, ey? Krieg ich ja Krätze, ey. Das ist ja Krätze hier. Musst du hier hinbauen, hier irgendwo. Zum Essen, das hier zum Beispiel. Oder so. Hier. Hier kannst du das hinbauen. Oder nicht dahinne irgendwo in der Pampa. Da kommt doch keiner hin. Wenn du das da hinstellst. Können wir das hier hinstellen, schön. So. Stände dieser Art synchronisieren. So. Und diese scheiß Laterne, die davor steht, kommt auch natürlich weg. Sehr schön. Dann machen wir hier natürlich auch noch ein paar Mülleimer hin. Mülleimer.